Ich glaube, der nächste Slammer, die Nummer 2, ist Niklas. Wollen wir das jetzt immer so machen, dass die Leute vorkommen? Dann sieht man schon, über wen ich rede. Oder andersrum, wir machen das so ghostmäßig. Also heute, jetzt kommt, oder vorholen, machen wir ganz spontan. Wäre super spontan, wir haben es nicht abgestimmt. Was du als Ghost meinst. Naja, ich könnte ja über ihn reden und man weiß nicht, wer es ist. Niklas Bauer, wer kennt Niklas Bauer? Wir machen es einfach so, Hand hoch. Das sind die allerwenigsten. Aber ich kann ja mal anfangen, über ihn zu reden. Also Fakt ist, er kommt aus Aachen. Und es gibt zwei Dinge, die ich super spannend über ihn finde. Also weil er super weirde Hobbys hat eigentlich so. Also das eine ist Dichten, das andere ist irgendwas mit Simulation zu machen. So. Das sind zwei Sachen, weiß ich nicht, wenn ich so denke, wenn man so jung ist und auf eine Party geht und was machst du so? Ja, ich schreibe gerne Gedichte und ich mache irgendwas mit Simulation. Ist schwierig, glaube ich. Vielleicht passt das ja auch zusammen. Ja, vielleicht erzählt er uns auch darüber. Was ich noch viel, viel spannender finde, das ist so eine Geschichte, die er uns erzählt hat im Vorfeld. Also er macht was mit Simulation. Und was er simuliert hat, sind Dichtungen. Steht das jetzt schon da? Nee, man sieht das noch nicht. Sein Thema ist alles dicht oder was? Also es geht um Dichtung, Simulation von Dichtungen. Und ich musste echt drüber lachen, weil das halt so eine Alltagsgeschichte ist. Also er hat also Dichtungen simuliert und hat das 2 Jahre lang gemacht, wie er uns erzählt hat. Und hatte in der Zeit nie diese Dichtung in der Hand. Also er hat irgendwie am Computer was abgebildet, was er in der Realität gar nicht gekannt hat. Und das wäre schon lustig, aber es kommt noch viel besser. Als er dann fertig war, nach 2 Jahren, hat er festgestellt, dass so eine Dichtung, eine ziemlich ähnliche Dichtung, die ganze Zeit neben ihm auf dem Tisch lag und er es einfach nicht gecheckt hat, dass es so eine Dichtung ist. Konzentrierter Arbeiter, könnte man sagen. Ja, der ist voll fokussiert. Tunnel, der ist in der Tunnel. Simulanten und Computerleute sind ja immer so im Tunnel, ne? Ganz aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, wer sich für Luft- und Raumfahrttechnik interessiert, aber es gibt ja diese Artemis-Mission, wir wollen ja wieder zum Mond fliegen, ne? Und die war ja für Anfang September geplant, dann ist es immer wieder verschoben worden und wer es mitbekommen hat, es lag auch an der Dichtung oder liegt immer noch an der Dichtung, also Dichtungen sind ein super wichtiges Thema. Ich hoffe, er kriegt uns das rübergebracht in seinen 360 Sekunden. Ich glaube, Mirko, jetzt ist Zeit, den Song abzuspielen. Mit einem großen Applaus für den Applaus. Ich hatte ja gewettet, dass im Vorfeld irgendjemand kommt und über Reynolds und die Reynolds-Gleichung sprechen wird beim Trivoslam. Und er hat gesagt, er schafft das und verknüpft das mit der Mensa in Aachen. Und da bin ich super gespannt drauf. Niklas, viel Spaß. Genieß es. Und danke, dass du den zweiten Trivoslam hier machst. Ja, vielen Dank für die Einleitung und die schöne Anmoderation. Ich bin Niklas aus Aachen und ich habe heute das unglaublich große Vergnügen, Ihnen mein wunderbar spannendes Forschungsthema vorzustellen, nämlich Dichtungstechnik. Und ich merke, das ist immer genau der Moment, wo es im Publikum dann still wird. Ich weiß, es ist nicht so spannend wie KI, Industrie 4.0 oder additive Fertigung. Und das ist tatsächlich genau auf den Partys auch ein Riesenproblem, wenn man dann sagt, ja, ich mache was mit Dichtung, dann kommen die alle, ah ja, Teil der Literaturwissenschaften, nein. Auf Englisch wird es auch nicht besser, da heißt Dichtung ja Seal. Dann denken die Leute an talentierte Musiker oder an süße Robben. Aber tatsächlich geht es eigentlich wirklich nur um diese langweiligen Gummiringe hier. Und eigentlich ist das ein super klassisches Tribologie-Thema. Dichtungen sind überall, wie die Tribologie auch. Keiner hat es auf dem Schirm und es wird erst dann kritisch, wenn es irgendwie versagt. Und was meine ich, wenn ich sage, Dichtungen sind überall? Dichtungen verhindern Leckage und das brauchen wir tatsächlich überall im Alltag. Sei es jetzt am Wasserhahn, im Mixer, im Campingkocher, im Automotor oder auch am Bagger. Da haben wir auch Hydraulikzylinder, die sind auch abgedichtet. Und wenn man es ganz streng genommen nimmt, sind Kondome auch nichts anderes als Dichtungen. Und wozu brauchen wir diese Dichtung jetzt? Wie gesagt, das Problem ist hauptsächlich, wir merken dann, dass es ein Problem ist, wenn Dichtungen versagen. Zum Beispiel 2019 gab es einen Milchskandal, da mussten mehrere Hersteller ihre fettarme Milch zurückrufen, weil die mit Keimen verunreinigt war. Der Grund waren defekte Dichtungen. Jetzt anscheinend scheint das eine traurige Konsequenz zu sein, dass es bei Artemis jetzt auch wieder Dichtungsprobleme gibt, denn 1986 wollte die Challenger zu ihrem 10. Flug aufbrechen. Der Flug dauerte allerdings nur 73 Sekunden, bis die rechte Boosterrakete explodierte und die Challenger abgestürzt ist. Und auch hier waren wieder der Grund defekte Dichtungen. Das heißt, wir sehen also, wenn Dichtungen versagen, kann es sehr teuer werden. Und deswegen stellt man sich natürlich als Simulant in der Hydraulik die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass das bei einem Bagger nicht passiert? Und deswegen müssen wir uns ein Simulationsmodell davon bauen, mit dem wir vorhersehen können, wie versagt die Dichtung und wann versagt sie, wann können wir sie rechtzeitig austauschen. Und wenn man das jetzt mal tribologisch abstrahiert, wie sieht so ein System aus? Grundkörper Dichtung, Gegenkörper Gegenfläche, wir drücken die Dichtung drauf
und bewegen. Und was passiert dann im Kontakt? Naja, wir haben Verformung, da können wir eine FEM-Analyse machen, wir haben eine Kontaktmechanik, da gibt es verschiedene Kontaktmodelle, wir haben Reibung und wir haben auch noch Fluid, was in den Kontakt gezogen wird. Und da würde ich Ihnen jetzt gerne eine kleine Geschichte mitbringen, denn in der Strömungsmechanik, die kann uns da wunderbar weiterhelfen, gibt es immer so ein paar klassische Anschauungsfälle. Und ich habe Ihnen jetzt mal eine ganz normale Klausuraufgabe mitgebracht aus der Strömungsmechanik, nämlich die Aachener Mensa. Und man sieht, die besteht aus einem Eingangsbereich, einem Ausgang, da gibt es verschiedene Essenstheken und den Kassenbereich. Und vorne kommen die Studenten rein, haben Hunger. Wenn wir jetzt in der Fluidmechanik sind, heißt das hoher Druck. Am Ausgang ist der Student glücklich, das Tablett ist voll, man kann sich gleich hinsetzen, ein bisschen quatschen. Da ist der Druck PA kleiner als PE. Und das heißt, die Strömungsmechanik sagt uns, wir haben ein Druckfeld. Der ideale Student kommt also rein, sieht, boah, Nachtisch, rennt zum Nachtisch, rennt hin, rennt zur Kasse und raus. Aber wir alle wissen, Studenten sind nicht ideal. Stichwort 12 Uhr Schnitzeldienstag. Was passiert da? Der eine nimmt vegetarisch, der andere nimmt den Klassiker, der rennt hierhin, der hat sich noch nicht entschieden, der sucht seine Freunde und der hat auch so ein bisschen die Orientierung verloren. Das heißt, wir haben totales Chaos. Aber glücklicherweise kann uns auch hier wieder die Strömungsmechanik weiterhelfen, denn auch in diesem turbulenten Fall haben wir ja die Navier-Stokes-Gleichung zur Verfügung. Das Problem ist, die sehen so aus. Und Tribologie ist schon schwierig genug, deswegen wäre es eigentlich schön, wenn wir da irgendwie drum rumkommen können, das lösen zu müssen. Und schauen wir uns nochmal genauer an. Ein tribologisches System besteht doch eigentlich immer aus einem engen Spalt. Wo haben wir den denn hier in der Mensa? Den haben wir an der Kasse. Und da haben wir plötzlich eine laminare Strömung. Und da können wir die Reynolds-Gleichung benutzen. Sieht schon mal direkt viel freundlicher aus. Aber was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Wenn man mal genauer hinguckt, was passiert denn da? Wir haben den Prozess und jetzt haben wir einen Studenten, der sich einbildet, ein bisschen mehr Hunger zu haben als die anderen. Wird also von seinem Hunger in den Kassenspalt gezogen. So, was passiert dann, wenn sich jemand vordrängeln will? Wir gehen höflich zur Seite. Nein. Es gibt Ärger, Druck baut sich auf. Hey, willst du Stress? Stell dich hinten an. Und das macht er dann auch meistens. Und genau das Gleiche passiert unter der Dichtung auch. Unter der Dichtung haben wir Fluid, das allerdings jetzt nicht von seinem Hunger, sondern von der Bewegung der Gegenfläche in den Spalt gezogen wird. Gleichzeitig haben wir dann aber auch, dadurch, dass sich das Fluid da anstaut, einen Druckgradienten. Und dieser Druckgradient quetscht dann einen Teil des Fluids wieder raus. Und genau das sagt letztlich auch die Reynolds-Gleichung. Wir haben den Couette, also Schleppterm, und den Druckterm. Und aus dem Gleichgewicht von den beiden bildet sich dann die Druckverteilung unter der Dichtung. Und wenn wir jetzt diese Druckverteilung berechnet haben, können wir in unser Simulationsmodell gehen. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir drücken die Dichtung drauf und lassen das Ganze verschleißen und ziehen das ab. Und rechnen kann man natürlich viel und auch als Simulant weiß ich, man muss es irgendwie mit Experimenten validieren. Deswegen haben wir das auch gemacht. Hier sieht man den Querschnitt von einer Dichtung, original unverschlissen. Hier sieht man drei Verschleißversuche, also die makroskopische Kontur nach relativ widrigen Versuchsbedingungen, deswegen haben wir die auch ziemlich kaputt bekommen dabei. Und jetzt kommt das, was das Simulationsmodell dazu sagt, das ist die blaue Kurve da in der Mitte. Und genau daran arbeiten wir wollen dieses Simulationsmodell noch weiter verbessern, dass wir mit möglichst wenig experimentell bestimmten Parametern möglichst gut a priori vorhersagen können, wie die Dichtung versagt und wann die Dichtung versagt, sodass wir dann am Ende nachher in der Hydraulik eben keine ungewollten Dichtungsausfälle mehr haben. Damit komme ich auch schon zum Ende des Vortrags und ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, was Dichtungstechnik nicht nur für ein spannendes und wichtiges, sondern auch super interessantes und ganz typisch tribologisches Forschungsthema ist. Und ich hoffe, beim nächsten Besuch in der Kantine denken Sie noch an die Reynolds-Gleichung und denken daran, was das für wunderbare Tribologie ist, die da abgeht. Vielen Dank. Niklas, wenn wir dir einfach mal 6 Minuten auf einer Party geben würde, ne, dann würdest du den Raum begeistern. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier festgestellt. Und auch noch eine Punktlandung. Sekunden. Exakt 0.00. Ja. Nicht schlecht.